Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Word. Wir waren das letzte Mal bei den Rechtschreibüberprüfungen und bei den Änderungsmarkierungen und so weiter. Und da habe ich gesagt, es gibt noch etwas. Und in diesem Ding, das möchte ich kurz alles gemeinsam herzeigen. Ich meine, das erste ist einmal kommentieren. Okay? Das heißt, ich kann mich irgendwo hinsetzen in mein Dokument, kann sagen, neuer Kommentar und da schreibe ich was rein. Hier wollte ich noch ein Bild einfügen. Gepostet. Jetzt ist es gepostet. Das ist hauptsächlich auch dazu gedacht, um zusammenzuarbeiten in einem Dokument, was man praktisch gemeinsam irgendwo schreibt. Jeder sitzt bei sich zu Hause, jede Person. Und man kann sich gegenseitig Nachrichten schreiben, man kann auch hier antworten, jemand anderer kann antworten auf den Kommentar. Ich kann selber antworten, wenn ich den Kommentar erweitern will, dann kann ich das machen. Ja. Und hier kann ich Kommentare anzeigen im Kontext. Ja. Das heißt, das ist dann so ein Kastel, kann ich draufdrucken. Ja. Oder als Liste darüber, wo etwas ist und wenn ich da zum Beispiel hier, da, einen anderen Kommentar, da schreiben wir rein, hier fehlt noch etwas. Posten. Ja. Dann habe ich das darin und wenn ich drauf drücke, dann wird das immer vorgehoben, wo ich diesen Kommentar eingefügt habe. Ja. Weil den ich nicht mehr will. Ich kann auch hier praktisch die Kommentare durchgehen. Ja, fängt immer wieder im Kreis von vorne an. So funktioniert das. Ja. Löschen. Den Kommentar löschen wir auch, weil ich für mich als Einzelautor sind so Kommentare eigentlich nicht optimal. Ja. Was haben wir da nun? Wörter zählen. Manchmal ist gefordert, eine gewisse Wortanzahl zu erreichen und so weiter. Das kann man hier mit Wörterzählen machen. Da sehen wir ganz genau, ich habe 7 Seiten, ich habe 978 Wörter. 5.917 Zeichen ohne Leerzeichen. Mit Leerzeichen wären es 6.787, 112 Absätze und 178 Zeilen. Das schaut komisch aus, aber es ist halt so. Ja? Fast jede, also ziemlich viele Zeilen haben ihren eigenen Absatz. Und da kann ich dann Kopf- und Fußzeile nicht verwenden. Ja? Dann schaut es so aus. Und dann gibt es noch eine Sache, wo ich sage, hörst, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, wenn man nämlich nach alternativen Wörtern sucht, um eine Wortwiederholung zu vermeiden oder sonst irgendwas, da kann man das Ding hier verwenden. Ja? Den Thesaurus. Thesaurus. Ja, wir wählen einfach ein Wort, Seiteneinteilung zum Beispiel, oder Dinge. Dinge wählen wir, drücken drauf und hier kann man es Sache. Sache, Chaos, Angelegenheit, Gegenstand, Körper, Materie, etwas, Stoff, Stoffe. Wir bekommen Alternativvorschläge. Natürlich passen nicht alle. Ist ja logisch. Ja, weil es hat eben jedes Wort unterschiedliche, im Kontext befindliche Bedeutungen und ich komme zumindest auf Gedanken. Ja? Also das ist der Thesaurus. Der ist, muss ich sagen, recht umfangreich. Und dann, manchmal, wenn ich mich nicht selber durchlesen freut, dann kann man auch hier klicken auf laut vorlesen zum Beispiel. Stelle ich mir hier her, back, drücke auf laut vorlesen. Allgemeines. Bei Microsoft Word handelt es sich um ein sogenanntes Textverarbeitungsprogramm. In diesem können Text eingeben und gespeichert werden. Zusätzlich kann das Layout ZB-Schrift. Da habe ich schon was gehört. Ja? Hätte ich mir durchlesen können, in diesem können Texte, ich wollte hier das Plural verwenden, die Mehrzahl. Ja? Habe ich jetzt gehört, aha, schau, der hat mir das vorgelesen. Kann man auch verwenden. Ich meine, in einem Büro ist vielleicht ein bisschen auch mit Kopfhörer. Ja, funktioniert. Dann
hört man auch einiges. Also das ist da bei dem Überprüfen drinnen. Den Rest ja, werde ich jetzt nicht erzählen, weil immerhin sind wir ein Anfängerkurs. Aber jetzt haben wir eben das erstellt, dieses Programm. Ja, Inhaltsverzeichnis und alles Programm, das ist ein Google-Programm. Das ist ein Dokument. Dieses Dokument haben wir erstellt. Und jetzt kommt es dann irgendwann dazu, dass man das vielleicht ausdrucken will. Ja, also man möchte das auf Papier haben, weil man das irgendwohin mitnehmen möchte. Oder natürlich wird es weniger jetzt mit den modernen Kommunikationsmedien. Aber trotzdem, hin und wieder so ein Zettel Papier, wenn man bei einer Maschine steht oder sonst irgendwas, oder eine Bedienungsanleitung in der Hand hält und da rumdrücken kann und nicht unbedingt herumwischen muss. Und dann machst du irgendwo was und dann fällt der Bildschirmschoner. Ein Zettel ist schon oft ein Zettel. Ja? Deswegen werden Sachen auch oft noch ausgedruckt und das nächste Mal wollen wir eben über das Ausdrucken sprechen. Ja? Wie funktioniert das? Wie drucken wir? Auf was muss man aufpassen? Ja? Natürlich wollen wir nicht Papier verschwenden und da gibt es ein paar Schmähs. Ja? Nächstes Mal, nächstes Video, drucken. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.